Heftig. Deutsche Politiker wollen in den Krieg ziehen. Ja, das bedeutet auch, dass wir bereit sind, mit unserem Leben die Sicherheit Israels zu verteidigen. Mit unserem Leben? Wer ist uns? Wer ist wir? Du selber? Bist bereit, dahin zu gehen und zu kämpfen im Krieg? Oder schickst du einfach irgendwelche unschuldigen Menschen dahin, die dann andere Menschen massakrieren sollen oder selber massakriert werden? Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Ich küsse eure Zirbeldrüsen. Und zwar gehen wir in ein Video rein von der guten Chrissy. Die hat ein Video hochgeladen, auch wieder über die Situation Israel-Palästina. Und zwar heißt das Video, heftig, deutsche Politiker wollen in den Krieg ziehen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ich habe es mir noch nicht reingezogen, ich weiß nicht, was hier passiert. Ich bin gespannt, was sie erzählt und was für Dinge hier gesagt werden. Und deswegen gehen wir da jetzt rein. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, den Kanal abonnieren. Wir sind da und der Peter geht los. Es macht mehr und mehr den Anschein, dass deutsche Politiker in den Krieg ziehen wollen. Hallo meine Lieben, ja, du hast richtig gehört. Und wenn ich sage, sie wollen in den Krieg ziehen, nicht deutsche Politiker, deutsche Marionetten. Dann wollen nicht sie direkt dahin, sondern sie schicken eben das deutsche Volk in den Krieg. Zumindest erstmal die Soldaten. Und das ist wirklich... Ich habe das ja auch im letzten Video schon erwähnt und ich finde das faszinierend, wie Deutschland mittlerweile einfach zum Krieg anregt und sagt, ja, wir würden das unterstützen und wir helfen. Und genauso bei Ukraine und Russland schon. Und ja, Mann, wir müssten eigentlich die neutrale, weil wir haben persönlich nichts damit zu tun. Wir müssten eigentlich versuchen, eine neutrale Position anzunehmen und für Frieden zu sorgen und deeskalierend wirken. Und ich glaube, Deutschland hätte sogar das Potenzial, bei gewissen Kriegen da ein Vermittler zu sein und zu versuchen, wirklich Frieden zu bringen. So. Aber das ist halt von den Eliten der Welt nicht das Ziel. Und das muss man halt ganz klar so sehen, wie es ist, Bro. Es gibt größere Mächte im Hintergrund, die die Fäden in der Hand haben. Da können irgendwelche Marionetten, die uns als Politiker präsentiert, irgendwelche Schauspieler, die uns als Politiker präsentiert werden, nicht wirklich was anrichten. Und das muss man halt irgendwann mal verstanden haben. So. Aber wir gucken trotzdem mal, was hier passiert ist. Absolut, absolut heftig. Und warum ich dieses Gefühl habe, das werde ich dir natürlich auch beweisen. Und wir werden uns das ganz genau in diesem Video anschauen. Und es gibt wirklich ganz, ganz heftige auch noch Artikel, die ich einblende, Aussagen, die ich einblende. Also schau dir das Video wirklich von Anfang bis Ende an. Es ist einfach gigantisch, um zu verstehen, was hier eigentlich gerade alles läuft. Und wir beginnen mit der Aussage eines Robert Habecks, der hier ganz genau weiß, was zu tun ist. Och nö. Hör genau hin. Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson. Israel hat unsere uneingeschränkte Solidarität. Israel hat alles Recht, sich zu verteidigen. Und wir werden es dabei unterstützen. Das ist so krass, Digga. Du musst mal überlegen, wie viel Leid auf der Welt passiert, in der ganzen Welt. Wie viele Menschen in Afrika wegen Krieg jeden Tag sterben und wegen nichts zu essen und zu trinken. Wo ist der Habeck und stellt sich dahin, dass die unsere volle Solidarität haben? So. Wie viele Menschen sterben jeden Tag wegen... Wo haben die deutschen Politiker sich mal hingestellt und gesagt, ey, Solidarität für Afghanistan oder Irak oder Libyen oder für... Keine Ahnung, für Afrika, Bro, habe ich noch nie gesehen. Warum gibt es nur bestimmte Länder und bestimmte Menschengruppen, für die wir solidarisch sind und andere nicht? Und das ist eine Sache, wo ich dir sage, dass es den Menschen immer mehr auffallen wird in der Zukunft, dass wir Menschen in Klassen unterteilt sind. Dass es Menschen gibt, die mehr wert sind und Menschen gibt, die weniger wert sind. Menschen, für die wir solidarisch sein sollen und Menschen, für die wir nicht solidarisch sein müssen unbedingt, weil die sind einfach anders und deswegen muss man nicht wirklich solidarisch zu diesen Menschen sein, weil die sind weniger wert. Und es ist einfach so. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die haben keine Lobby, für die steht keiner auf, für die ist keiner solidarisch so. So. Da geht es nicht um Menschlichkeit. Den Leuten geht es nicht darum, dass sie solidarisch Menschen gegenüber sind, die sterben oder sich dafür einsetzen. Nein. Das sind alles Machtinteressen, die vertreten. So. Traurig, Digi. Wo immer es unsere Unterstützung braucht. Also, du hast gehört, wir werden sie bei allem unterstützen, was sie brauchen. Und Israels Sicherheit, das ist ja jetzt so die neue gängige Wortwahl, die genommen wird. Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson. Ich sag euch ehrlich, ich bin mir sicher, dass ich hoffe, dass es so ist und ich habe das Gefühl, dass immer mehr Leute das durchschauen werden, was passiert.
immer mehr Leute checken das gerade. So. Und es werden irgendwann Dinge passieren, wo du das nicht mehr ignorieren kannst, weil es direkt in deiner Fresse ist. So. Du kannst es nicht mehr wegignorieren. Du kannst es nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Das, der Begriff der Staatsräson bedeutet im Grunde eigentlich nur das Streben nach Sicherheit und Selbstbehauptung des Staates mit beliebigen Mitteln. Da ist die deutsche Staatsräson ist, alles für Israel zu tun, so wie Herr Habeck das gesagt hat, so wie Herr Scholz das auch bereits gesagt hat, ist damit gemeint sowohl eine humanitäre Unterstützung, aber auch eine militärische Unterstützung, soweit es notwendig ist. Man sagt, okay, Israel hat erstmals genug Mittel, wobei sie schon gesagt haben, hey, auch von Deutschland, liefert uns bitte Munition und ausreichende Waffen. Also das ist natürlich gang und gäbe heutzutage. Ja. Oh, man sagt aber, okay, solange die USA dann auch noch unterstützt und so weiter, ist das eigentlich soweit ganz gut abgedeckt, bevor man selbst Soldaten hinschicken müsste. Wobei Deutschland bereits 35.000 Soldaten mal in Bereitschaft versetzt hat. Echt? Machen die sich ready gerade quasi, sagst du? Als irgendetwas sein sollte. Hören wir weiter. Ja, das bedeutet auch, dass wir bereit sind, mit unserem Leben die Sicherheit Israels zu verteidigen. Mit unserem Leben? Wer ist uns? Wer ist wir? Du selber bist bereit, dahin zu gehen und zu kämpfen im Krieg? Oder schickst du einfach irgendwelche unschuldigen Menschen dahin, die dann andere Menschen massakrieren sollen oder selber massakriert werden? Ja, das bedeutet auch, dass wir bereit sind, mit unserem Leben die Sicherheit Israels zu verteidigen. Wer ist uns? Wer ist uns, Bro? Ja, also das, ich meine, noch klarer könnte man das nicht formulieren. Mit dem Leben die Sicherheit verteidigen. Aufgrund unserer Geschichte muss das Versprechen zu groß sein. Aber natürlich ist es für ein Land wie Deutschland, das lange Zeit nur Frieden kannte, eine große Herausforderung, sowas mit Leben zu erfüllen. Aber ich glaube, wir müssen darin einfach deutlich besser werden. Das sind die Grünen, Bro. Die Grünen, Digi. Das ist ein Grünen-Politiker. Wir müssen darin deutlich besser werden. In was? In Krieg? In Krieg unterstützen? Ja, wir waren zu viel auf Frieden-Vibes unterwegs. Was laberst du, Digga? Also ich denke, da fehlen mir fast die Worte, ne? Diese Aussagen, die geben eigentlich gar keinen Platz mehr für Interpretationsspielraum, dass man sagt, okay. Einer sagt, Bullshit, Leute, es sind keine deutschen Soldaten auf Bereitschaft. Ich arbeite selbst in dieser Institution. Was für einen Rang hast du, Bro? I don't know. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, ob das stimmt oder nicht. Aber dass die Politiker sich hinstellen und sagen, dass wir bereit dafür sind, unser Leben zu geben. Ihr seid ein Scheißdreck. Eure Kinder werdet ihr auch nicht dahin schicken. So. Hat man sich da ein bisschen zu viel reingedacht. Aber nein, jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Schreib auch gerne in die Kommentare, wie du das siehst. Ich meine, ich habe hier noch eine schöne Zusammenstellung von verschiedensten Artikeln. Denn gerade diejenigen, die den Wehrdienst selbst verweigert haben, sind jetzt dafür, für Krieg, für Waffen, für alles Mögliche. Gerade diejenigen, die gegen die NATO zum Beispiel demonstriert haben, sind jetzt die absoluten Befürworter. Und deswegen, vielleicht verstehst du... Bro, das ist einfach ein... Ich sage dir, diese Situation, und wenn du jetzt wirklich einfach nur die Informationen, die wirklich raus draußen sind, dir die alle anschaust, die Vergangenheit anschaust, für was welche Leute mal früher gestanden haben und so. Es wird offensichtlicher denn je gerade. Du musst nur deine Augen aufmachen. Du musst nur deinen eigenen Menschenverstand, dein eigenes Herz anschmeißen, hingucken, lesen und dich informieren. Und dann siehst du, was gerade abgeht. Und dann siehst du, was für eine Heuchlerei diese Politik ist. So. Dann siehst du, dass keine Partei irgendwie irgendwann mal das Interesse der Bevölkerung im Vordergrund hatte. So. Keine. Die verändern sich alle in eine gewisse Richtung mit der Zeit. Die müssen das tun, was sie aufgetragen bekommen. So. Deswegen hört auf, die Hoffnung da reinzustecken, dass irgendeine Partei Deutschland in die Freiheit führen wird oder so eine Scheiße. Auch die AfD nicht. So. Die sind extra dafür da, um schön... um der Bevölkerung das Gefühl zu geben, da ist ein Hoffnungsschimmer so. Wenn wir die wählen, dann wird sich was verändern und so. Es wird sich nichts verändern. Auch die werden mit den Jahren einfach in dieselbe Richtung getrieben. Dann sage ich immer, wenn die Wahl etwas ändern würde, dann wäre sie verboten. Denn alles, was zu
Genau so, Chrissy. War und was für gute Absichten man hatte, ist anschließend absolut verschwunden. Also derjenige, der wirklich gesagt hat, das Kern in mir, der Kern in mir ist beispielsweise Frieden, hat ihn komplett geändert einfach. Weil eben die laufen... Bück dich, Bro. Mach mit oder du bist raus aus dem Laden hier. Was für Frieden. Du musst für die Dinge stehen, die wir wollen, für die du stehst, also musst... Wir wollen, dass du dafür stehst. Hör auf mit diesem Friedensgelaber. Agenda das nicht zulässt, dass du da jetzt anfängst, irgendwie dagegen zu handeln. Und jetzt pass auf, diese Berichte, diese Zusammenfassung wird es dir auch nochmal zeigen. Zum Beispiel der Bundeskanzler. Scholz würde Wehrdienst heute nicht verweigern. In einem Interview mit dem Stern erklärte der Bundeskanzler, dass, ganz ehrlich, nein, sagt er. Er würde es nicht tun. Das sagt... Und der hat es aber damals getan, wa? Wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe. Er hat den Wehrdienst damals verweigert und würde heute den Wehrdienst nicht mehr verweigern. Na, check dir, was da abgeht, Bro. Check dir, was der den Leuten eintrichtern will. Den Kids, den Jugendlichen, wenn Wehrdienst wiederkommt. Nicht verweigern. Gib dein Leben, geh in den Krieg, sterb für uns. Habeck würde Wehrdienst heute nicht mehr verweigern. Oh Mann, ey, diese... Oder zum Beispiel Toten-Hosen-Sänger Campino würde den Wehrdienst heute nicht verweigern. Digga, ist dein Ernst? Warte mal kurz. Der Bericht war von 22. Der auch von 22. Mai 22, wann war der? Das sieht man gerade nicht. Okay. Toten-Hosen-Sänger Campino... Haben die nicht auch kurz nach der Eskalation oder gewisse Zeit nach der Eskalation in der Ukraine auch mit den Gedanken gespielt, den Wehrdienst wieder einzuführen? Nur würde den Wehrdienst heute nicht verweigern oder hier Kriegsdienst, warum ich heute nicht mehr verweigern würde. So, dann kommen schön die ganzen Berichte raus, um die Jugendlichen zu brainwashen, so Wehrdienst verweigern darf man nicht, dies, das, bla bla bla. So. Ja. So dachte derjenige auch vor 30 Jahren, aber jetzt sieht das alles ganz, ganz anders aus. Oder Bischof Kohl. Wahnsinn, Leute, ich schwöre, Wahnsinn, Alter. Guckt euch die Dinge an und versteht jetzt, also es ist einfacher denn je, dahinter zu steigen. Es ist einfacher denn je, dahinter zu steigen. Ich würde heute den Wehrdienst nicht mehr verweigern. Was sollen das für Aussagen? Im Grunde muss man sagen, diejenigen, eigentlich fast alle, haben selbst Söhne. Na dann, los. Weil anscheinend ist es ja so wichtig, das zu tun, jetzt zu helfen und jetzt das zu machen. Aber ich habe ja ein schönes Zitat von dich. Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg. Stream Sniper schreibt gerade, der Wehrdienst muss auch wieder eingeführt werden für unsere eigene Sicherheit. Sich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind, besonders die, die nicht hingehen müssen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, sind die Menschen denn gegen den Krieg? Denn diesen Anschein haben wir, ich sage mal, jetzt am aktuellen Beispiel Ukraine-Russland oder jetzt an diesem Beispiel nicht. Aber im Grunde muss man sagen, ja, sie sind gegen den Krieg, wenn sie betroffen sind. Ich meine, jetzt mal ehrlich, denkst du, die Israelis mögen ihre Regierung? Denkst du, sie wollen Krieg führen oder einfach nur ein friedliches Leben? Ich sage, ein Großteil der Israelis will ein friedliches Leben. Und ein Großteil der Israelis geht mit der Politik von Benjamin Netanyahu nicht einher, ist nicht d'accord damit. Das Zweite sagen. Denkst du, dass der am dichtesten bevölkerte... Ich bin 12, aber würde nie im Leben kämpfen, nicht für die Globalisten. Reich oder der mit am dichtesten bevölkerte Bereich der Welt möchte jetzt ausgehungert und bombardiert werden, wo man weiß, dass jede einzelne Rakete irgendwelche zivile Opfer trifft und das, was natürlich ganz oben steht, eine Organisation, die Terror verbreitet. Nee, ich meine 12. Was meinst du mit 12? Ah, T2. Sorry. Da steht T2, Digga. Ich sehe. Sorry. Küss euer Herz. Ich kämpfe nicht mehr.
Für wen willst du denn kämpfen, Digi? Für wen willst du denn kämpfen? Für die Politiker, die dir da gerade präsentiert wurden? Für die Heuchler, die uns die ganze Zeit in die Misere treiben, so? Für die willst du sterben gehen? Und deren Kinder und die selbst sind nicht bereit zu sterben? Aber du willst für die sterben gehen? Die einzigen, für die du kämpfen solltest, ist in erster Linie du, deine Familie und deine Umgebung, so. Und wenn jeder das machen würde, dann sind wir safe. Wir sollten nicht für den Staat kämpfen oder für diese Politiker kämpfen, die einfach nur irgendwelche Marionetten sind und die uns unbewusst halten und die uns unser Leben lang belogen haben, so. Für die willst du sterben gehen? Für die willst du kämpfen? Go for it, wenn du Bock drauf hast. Aber im Grunde trifft es sehr, sehr viele, die absolut unschuldig sind. Und das ist immer der Fall. Es ist immer der Fall. Und Krieg ist weder schön, noch hat es irgendwelche glorreichen, Ergebnisse geliefert, wenn du dir mal anschaust, wo wir uns jetzt befinden. Ja. Für den Ort, wo ich geboren wurde und für meine schöne Wohnung würde ich kämpfen. Ja, das kannst du ja auch tun und das respektiere ich auch und ich würde das auch tun. Ich würde immer für meine Umgebung kämpfen, für mich selbst, für mein Leben, für das Leben anderer Menschen bin ich immer bereit zu kämpfen. So. Aber nicht für diese heuchlerischen Politiker, die uns unser Leben lang verarschen, um das nochmal zu sagen. So. Für die kämpfe ich nicht. Darunter sind immer Männer, Frauen und Kinder. Und das ist immer der Fall. Und jetzt werden wir im Grunde auch von den Medien mit Bildern zugekleistert, die eine gewisse Meinung formen, dass du für etwas bist. Ich sage nur und erwähne hier in diesem Zusammenhang die Brutkastenlüge, die ich auch in meinem Buch Das System erwähnt habe, wo einem genau gezeigt wird, wie man die Meinung umdrehen kann. Von Menschen, die sagen, nee, Moment mal, es gibt das UNO-Gewaltverbot und so etwas machen wir nicht, wir sind für Frieden, wir setzen uns dafür ein, zu hin, ja, geht und macht sie fertig, führt Krieg. Und das ist alles möglich, denn der Verstand ist absolut manipulierbar. Und jetzt musst du dir überlegen, die Menschen sind nicht für Krieg, aber es gibt Menschen, die diese Kriege befehlen, die nicht einmal selbst im Krieg mit dabei sind. Und sie befehlen an... Und es gibt leider Menschen, die diese Kriege befürworten, weil sie irgendwelche Dinge eingetrichtert bekommen haben von den Medien und denken, dass sie Kriege befürworten müssen. Und die denken, dass das das Richtige ist, weil die das so eingetrichtert bekommen, dass das die richtige Seite ist. Es ist das Richtige, Waffen zu liefern. Es ist das Richtige, gewisse Länder und gewisse Menschen zu verteidigen. Und dann gehen die einfach auf die Straße oder nehmen diese Position an, dass sie sagen, ja, das ist richtig so. Aber es ist nicht richtig. Du kannst nicht für Frieden sorgen, wenn du mehr Waffen lieferst. Du kannst auch nicht für Frieden sorgen, wenn du eskalierend vorgehst. So. Du kannst für Frieden sorgen, wenn du eine neutrale Position annimmst und versuchst zu vermitteln, versuchst zu Gesprächen anzuregen, versuchst für den Frieden, für die Liebe, für den Zusammenhalt zu stehen. Das ist der einzige Weg, wie du für Frieden sorgen kannst. Nicht mit Waffen, nicht mit Leute irgendwo hinschicken, nicht mit noch anfeuern, nicht mit sich spalten lassen. Diese ganzen Sachen, die sorgen nicht für Frieden. Die sorgen nicht für Liebe. Die sorgen nicht für das. So. Und befehlen und sagen anderen Menschen, was moralisch und was korrekt ist und wie ein ganzes Land vorgehen wird, obwohl sie gar nicht wissen, wie die eigene Bevölkerung dahingehend tickt. Und ich habe noch einen Artikel für dich, und zwar hier. Passend, Verteidigungsmanöver. NATO übt Einsatz von Atomwaffen. Deutschland und 13 andere NATO-Mitglieder haben ihr jährliches Verteidigungsmanöver begonnen. In einem der Szenarien wird auch der Einsatz von Atomwaffen in Europa geübt. Man denkt sich, ja natürlich, du musst ja üben für Verteidigungszwecke. Verteidigungszwecke, die dazu dienen, dass ganze Ländereien, also sehr viele, dass es sehr viele menschliche Opfer gibt, sehr viele Tieropfer, sehr viele Opfer der Natur, sag ich mal. Also die Böden kannst du dann nicht mehr benutzen und so weiter. Das ist denen eh egal. Die machen auf Klimaschutz und auf Umweltschutz, aber fliegen mit Privatjets, machen irgendwelche Militärübungen und so. Denen geht die Natur am Arsch vorbei. So, ist einfach so. Die bauen darauf, dass KI und diese ganze Entwicklung alles übernehmen wird und dass wir dann eh safe sind, so. Scheiß auf die Natur. Gott ist auch egal. Wir machen das schon mit KI und mit technischer Entwicklung und mit Wissenschaft. So. Und all das einfach mal, ich sag mal, zu... Schieben das nur nach vorne auch mit dem Klimawandel und so. Das geht nur darum, uns mehr einzuschränken und uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Es geht nicht darum, die Natur zu retten. Wie gesagt, du musst einfach nur hingucken, was die tun. Die reden was, aber machen was ganz anderes. Und daran merkst du, hey, they don't give a fuck.
about nature, about people, about nothing, bro. Übungszwecken zur Verteidigung. It's all about the Benjamins and power. Damit man dann auch Gegenschläge liefern kann, aber was bringt das Gesamte? Natürlich sagst du jetzt, ja, oh, pazifistisch oder sonst was. Du musst dich jetzt entscheiden, auf welcher Seite du bist. Aber auf welcher Seite kann man denn eigentlich stehen im Krieg? Eine gute Frage, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, geht es eigentlich nicht um Menschen, die andere Menschen einfach nur töten? Kann man da überhaupt eine Seite wählen? Aber ja, man kann auf jeden Fall in eine Schublade gesteckt werden. Das passiert eher jetzt schon bereits. Sehr schön gesagt, Chrissy, ich liebe dich. Dass einem gesagt wird, ja, du hast das gesagt oder das und das zeigt, dass du schon wieder so und so bist oder dass du ein Blablabla-Hasser bist oder was auch immer. Ich würde euch bitten, diese Begrifflichkeiten nicht zu benutzen, denn dadurch gibt man dem Ganzen auch noch Auftrieb, indem man derartige Begriffe, die erfunden wurden, um einfach nur Menschen zu diffamieren und Menschen sich schlecht fühlen zu lassen, aufgrund dessen, dass sie eine eigene Meinung haben. Und man muss ja immer sagen, nicht der ist dein Feind oder von dem bist du nicht der Feind, sondern derjenige, der das alles befiehlt, der sagt, wir haben eine bestimmte Agenda zu erfüllen und wir haben einen bestimmten Plan zu erfüllen. Und alle mysteriöserweise schlüpfen aus demselben Kokon und wollen im Grunde eigentlich auch dasselbe verfolgen. Mhm. Und da stellt sich die Frage, das ist absolut unnötig. Weder die Menschen möchten diesen mysteriösen Fortschritt, der einem immer aufgezwungen wird, um noch bequemer oder noch irgendetwas zu sein. Die Menschen, also sehr viele Menschen, sage ich mal, die Mehrheit der Menschen. Tief im Kern will jeder Mensch einfach Mensch sein. So, auch wenn es denen ausgetrichtert wurde mit den Jahren und mit der Entwicklung und diesen ganzen Sachen und viele Leute den Zugang zu ihrem Herzen verloren haben. Und den Zugang zum wahren Menschsein verloren haben. So. Wenn die reinhören könnten, würden die auch Menschsein an erste Stelle stellen. So. Weißt du, nicht technischen Fortschritt, nicht diese ganzen Agendas, die durchgezogen werden, sondern einfach Menschlichkeit und Liebe, Bro. Das ist das, was wir als Menschen alle brauchen. So. Und jeder, wenn er tief in sich reinhört, will das. Können meistens nicht so richtig abwägen, was die Nachteile sind, weil sie eben das hinnehmen, was ihnen gesagt wurde. Denn so haben sie doch. Ich meine, sie leben, sind im Wohlstand aufgewachsen, ihnen geht es ganz gut. Also das wird ja wohl die Folge von Regierungen sein. Also vertraue ich diesen auch. Hat man ja gesehen seit 2020, was Menschen alles getan haben, was sie anschließend alles bereut haben. Wo jetzt genau die Menschen, die das gesagt haben, sagen, ja, das war doch nicht so gemeint. Oder ein Bill Gates, letztens habe ich den, ich habe nie von Masken geredet. Was? Keine Ahnung. Bill, lange, wenn ich den Namen schon höre, Bro. Das ist wirklich, wirklich heftig. Und so etwas hast du dir an. Habibi, ohne technischen Fortschritt würdest du nicht hier sitzen. Na, und jetzt? Und jetzt? Wenn es diesen technischen Fortschritt nicht gegeben hätte, dann würde ich vielleicht irgendwo im Dschungel gerade in einer Runde mit Kids da die Message verbreiten. So. Also meine Message hätte ich so oder so verbreitet. Technischer Fortschritt hin oder her. So. Brauch das nicht. Ich bin nicht davon abhängig. So. Ich werde immer Möglichkeiten finden, mein Herz sprechen zu lassen. Also wenn man jetzt nicht wirklich ehrlich zu sich selbst... Und ich sag dir ehrlich, Digga, vielleicht fände ich das sogar geiler, wenn ich mit echten Menschen gerade reden würde, die mir zuhören und wo wir diskutieren, wo wir uns austauschen. Wenn wir ein bisschen mehr so leben würden wie früher, ohne technischen Fortschritt. So. Wenn man Menschen noch in die Augen guckt, während man seine Message rüberbringt, so. Und wenn man Dinge tut, wirklich für Menschen und nicht für Geld und für Fame und für diese ganze Scheiße, so. Weißt du? Vielleicht wäre das sogar geiler, ich weiß es nicht, Digga. Obwohl, wenn ich tief in mich reinhöre, glaube ich, dass ich früher so jemand war, wo ich noch mit echten Menschen agiert habe die ganze Zeit. Und ich kann mir vorstellen, dass, oder ich habe das Gefühl, dass diese Zeit auf jeden Fall, was Menschlichkeit angeht und wirklich in Communities zu leben und sich gegenseitig zu lieben, Digga, auf jeden Fall weiter war als heutzutage. Ich glaube, wir sind heutzutage mehr getrennt von uns selbst und von anderen Menschen denn je. Ist, wenn man das nie hinterfragt hat, jetzt langsam wird es wirklich Zeit. Bruder, mit Rauchzeichen. So. So. Wenn ich anfange zu reden, dann mache ich so Rauchzeichen. Das ist dann so, wie ich, wenn ich einen Stream ankündigen würde und dann würden die Leute kommen. Ich küsse dein Rauchzeichenherz, Bro. Lass dich doch nicht reinsumpfen in diesen Strudel. Man merkt, dass niemand etwas aus der Geschichte gelernt hat. Und wenn man gesagt hat, aufgrund der Geschichte muss man jetzt hier auf sich auf irgendeine bestimmte Seite stellen, dann ist das eine riesengroße Lüge. Denn die Geschichte zeigt uns, dass Krieg nie die Lösung war. Und wenn man jetzt wieder für Krieg ist, dann hat man aus der Geschichte überhaupt nichts gelernt. So. Und das ist Fakt.
Schreibe mir gerne in die Kommentare, wie du das siehst. Fühle ich genau so, Chrissy. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Hey. Tschüssi, starkes Video, Chrissy. Sehr schön, finde ich gut. Ich finde es auch, ich bin froh, dass es Leute im deutschsprachigen Raum gibt, so die gerade wichtige und richtige Sachen erzählen und sich nicht von irgendwelchen Leuten in irgendeine Ecke reindrücken lassen, sondern für Liebe, für Frieden und für die guten Dinge im Leben stehen. So, weißt du? Und sich da nicht radikalisieren lassen und sich auf irgendeine Seite schlagen lassen, sondern einfach ihr Herz sprechen lassen. Finde ich schön. Liebe geht raus auf jeden Fall. Chrissy, ihr den Mann, Alter. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch, Community. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out.